Hey, ich hoffe, du bist gut in die neue Woche gestartet und dann schauen wir uns mal die Tagesenergien an für rund um Dienstag, den 25. Oktober 2022. Ich muss gerade überlegen, welchen Monat wir haben. Ich habe ja gerade die November-Videos gedreht. Vielleicht hast du schon geschaut nach Sternzeichen. Die letzten lade ich nachher noch hoch. Dann sind sie alle da in der November-Playlist. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was haben wir eigentlich für einen Monat? Aber wir haben noch Oktober. So, gucken wir uns mal an, was uns rund um Dienstag, den 25. erwartet. Und falls, ich drehe ja immer einen Tag vorher, also am Montag, jetzt ist ja gerade noch Montag, falls du montags in die Woche startest und denkst, ach du Scheiße, schon wieder Montag, dann guck doch gerne mal hier unten in die Infobox rein. Da ist noch der Link zur kostenlosen Anmeldung zum Happiness-Kongress. Also wenn du sagst, so ein etwas mehr Glückseligkeit in meinem Leben würde mir auch gut tun, dann folg mal dem Link. Die Anmeldung ist kostenlos. Ich habe den Link auch gecheckt, der funktioniert. Also, dann ist das vielleicht was für dich. So, wir starten in den Dienstag mit dem Thema Frieden. Also in irgendeiner Situation kommt Ruhe rein, Dinge entschärfen sich, man kann wieder durchatmen, man kann durchschnaufen. Also, das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben ja jetzt den Neumond und Sonnenfinsternis, partielle Sonnenfinsternis. Ich drehe dazu noch ein eigenes Video, also halt die Augen offen. Hier in meiner Mond- und Planeten-Playliste findest du das dann. Und dieser Neumond in Skorpion, der hat es in sich. Also, und gerade jetzt in der Kombination mit dem Tagesreading, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Wenn man sagt, da kommt Ruhe rein, vielleicht kommen Entscheidungen zum Tragen, die. Und man sagt, okay, vielleicht gefällt mir das Ergebnis nicht immer, aber ach, ich kann einen Haken dran machen. Aber generell Dinge kommen in die Klärung, kommen in die Lösung rein. Man könnte auch sagen, nimm nicht alles so ernst. Die Energien sind das ganze Jahr über schon ziemlich verrückt und die bleiben es auch. Also entspann dich rein, wenn du dich aufregst oder nicht. Es ändert nichts an der Gesamtsituation. Aber wir gucken mal, was das Tarot uns sagen möchte. Wenn du dich übrigens dafür interessierst, welche Kartendecks ich heute benutze, die sind natürlich auch in der Infobox unter diesem Video immer aufgeführt, sowie auch der Link zu meinem Stardust-Programm. Da geht es ja jetzt schon am Donnerstag los. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich gern noch an. Der erste Monat ist schon vollgefüllt mit tollen Dingen, die wir zusammen machen und entdecken werden. Also, ja, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, zu unserer Friedenskarte kommt hier die drei der Schwerter kombiniert mit dem Schicksalsrad. Also ja, irgendeine Sache, die dir Kopfzerbrechen gemacht hat, kommt jetzt in die Lösung. Dreht sich, rekapituliert sich, es kommt nochmal ein neuer Hinweis daher. Wie löst sich das Ganze dann auf? Können wir ja gleich mal fragen. Wie kommt es dann in die Lösung? Wie kommt denn da Ruhe und Frieden rein? Was haben wir denn da? Irgendwas kommt ans Licht, irgendwas entdeckt, wird aufgedeckt. Irgendwo ist ein Fehler gewesen, irgendwo ist eine falsche Annahme gewesen, irgendwo ist was hinterm Rücken gelaufen oder. Aber irgendwas kommt ans Tageslicht, irgendeine Wahrheit kommt ans Licht. Ganz spannend, so einem dunklen Tag, Neumond und Sonnenfinsternis. Also ja, irgendwas kommt ans Licht am dunklen Tag, auch spannend, was dann wieder Ruhe und Erkenntnis und Frieden reinbringt, was die Lösung bringt in eine Situation. So, womit hat das was zu tun? Irgendwas entscheidet sich offensichtlich auch zu deinen Gunsten. Irgendwas geht zu deinen Gunsten aus. Die Weltkarte kombiniert mit der Sechs der Stäbe. Also wenn auch irgendwas vielleicht noch nicht so ganz in der Lösung ist, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben in der Klärung. Weil sich das für dich entscheidet oder selbst wenn es noch irgendwie in der Schwebe ist, bleib da dran, kämpf für dich und dein Recht definitiv aus der Ruhe heraus, weil irgendwas ist da falsch gelaufen. Irgendwas war da wirklich falsch, was zu falschen Ergebnissen geführt hat, was nicht zu halten ist, was vom Beleg her nicht zu halten ist und es lohnt sich da wirklich in aller Ruhe. Huch. Drauf zu scheinen und dran zu bleiben, dich zu behaupten, für dich einzustehen, gar nicht irgendwie jetzt bösen Worten oder Macht demonstrieren oder sowas, sondern einfach aus einer entspannten Erhabenheit heraus, weil du es besser weißt, weil du einfach bessere Fakten hast, weil du
die Sachen anders geprüft hast. Also mit Besonnenheit kommst du hier weiter, mit freundlichem Weitblick kommst du hier definitiv weiter und ans Ziel, wenn es hier nochmal darum geht, irgendwie was zwischenmenschlich zu klären. In Ruhe und Besonnenheit ist besser, als wenn es sich so hochbauscht und aufbauscht. Jetzt kommt ja auch am Sonntag Mars nach rückläufig. Also das ist ja auch so unser BAM-Planet. Also ja, je ruhiger du agierst, umso eher lösen sich die Sachen für dich zum Wohlgefallen auf. Also auf jeden Fall bleib da dran, steh für dich ein, halt an deiner Wahrheit fest, die ist richtig. Auch wenn du dich vielleicht hier gefragt hast mit diesen Kopfzerbrechenkarten, ja, bin ich denn vielleicht im Irrtum? Für andere vielleicht ja, aber nee, eigentlich siehst du es richtig. Also bleib schon bei dir und deinen Überzeugungen, ist hier die Botschaft für den heutigen Tag. So, bevor wir zu deiner eigenen Frage kommen, ich habe wieder mein Angel Answer Card dabei. Holen wir dir noch eine abschließende Botschaft, um das Reading hier zu schließen. Und dann kannst du ja schon mal überlegen, was deine eigene Frage ist, die du stellen möchtest. Ja, das Leben ist immer für mich. Alles im Leben passiert immer zu meinen Gunsten. Naja, gut, wenn wir das so sehen, dann geht ja sowieso immer alles gut aus, ne? Aber alles geschieht immer für mich und das ist das Bild dazu. Ich erkenne es vielleicht nicht immer, aber im Nachgang mit Abstand betrachtet, ja, ist alles auf einmal gar nicht mehr so schlimm, weil irgendwas für mich da im Guten drin war. So, das war erstmal die Botschaft für den heutigen Tag. Wie gesagt, jetzt hast du die Möglichkeit, an dein eigenes Thema, deine eigene Frage zu denken. Da holen wir auch gleich nochmal eine Info raus. Und ich erinnere nochmal dran, Happiness-Kongress kannst du hier unten drunter anmelden, Stardust ebenso. Da starten wir Donnerstagabend mit unserem Champagner-Kick-Off, lernen uns erstmal kennen und dann erwarten dich ganz, ganz tolle Sachen in den nächsten 7 Monaten. Ich bin schon mega begeistert und aufgeregt. Und ja, okay, dann. Dein Thema, deine Frage, was haben wir hier für dich? Wofür brauchst du eine Antwort? Denk einfach an das Thema, an das Problem, an die Frage und dann hätten wir gern die Lösung dazu, was die Engelkarten dir auf deine Frage antworten wollen. Natürlich, du weißt, das ist alles hier ein allgemeines Kartenreading, also nimm es wirklich nur an, wenn du das Gefühl hast. Sie kennt mich nicht, aber sie redet über mich. Das ist immer der Hinweis, wenn wir Kartenleger sagen, geht es mit dir in Resonanz? Wenn du das Gefühl hast, ich kenne dich besser als du selbst oder besser als ich sollte. Nee, ich stalke dich nicht. Aber dann weißt du, das ist dein Kartenreading. So, zurück zum Thema. Was ist hier die Antwort auf deine Frage? Da ist sie schon. Große glückliche Veränderungen kommen in dein Leben, wenn du, was auch immer du gefragt hast, weiter durchziehst. Dann kommen große glückliche Veränderungen auf dich zu. Also, was immer du gefragt hast, große glückliche Veränderungen. Yay. Also, wenn du fragst, soll ich nicht? Offensichtlich ist gut. Cool. Na dann wünsche ich uns allen einen tollen Start in die neue Woche, eine aufregende, dunkle Zeit. Gucken wir mal. Ich drehe gleich das Video dazu und dann haben wir das schön kompakt verpackt. Also, ich danke dir fürs Einschalten. Hab eine tolle Woche. Deine Denise.